Und dann rufe ich jetzt auf die erste Aktuelle Stunde, Top 79. Andere Aktuelle Stunde, Fraktion DIE LINKE, heißer Herbst gegen soziale Kälte auch in Hessen nötig. Der Kollege Jan Schalauske hat sich gestern Abend schon gemeldet. Er ist jetzt der erste Redner. Er bekommt das Wort. Bitte sehr. Ja, ganz so war es nicht, aber... Herr Präsident, meine Damen und Herren! In diesen Tagen gehen in Deutschland und in Hessen viele Menschen auf die Straße oder, wie man auf Hessisch sagt, auf die Gas, weil sie die große Sorge haben, es sich zukünftig nicht mehr leisten zu können, den Kühlschrank zu füllen oder die Heizung andrehen zu können. Und ich will gleich vorweg sagen, das ist keine Gefahr für die Demokratie, sondern dass Menschen für Solidarität und Gerechtigkeit und ihre sozialen Interessen auf die Straße gehen, das ist ein wichtiger Beitrag zur Demokratie. Und das ist auch völlig nachvollziehbar. Im Supermarkt kostet ein Liter Milch mittlerweile 1,50 Euro, Butter 3 Euro. Die Bundesregierung rechnet mit einer Heizkostenerhöhung für eine durchschnittliche Familie mit bis zu 2.000 Euro allein in diesem Jahr. Eine Tankfüllung unter 100 Euro ist an kaum einer Zapfsäule zu haben. Und Bus und Bahn sind für viele Menschen nach dem Auslaufen des 9-Euro-Tickets wieder kaum bezahlbar. Die Inflation, die lag allein im August bei 7,9% und im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Lebensmittel um sage und schreibe 16,6% und die Energie sogar um 35,6% verteuert. Wegen den gewaltigen Preissteigerungen bei Lebensmitteln und Energie bangen viele Menschen mit geringem und durchschnittlichem Einkommen um ihre Existenz. Aber was wir dabei nicht vergessen dürfen, schon trotz der jüngsten Preissteigerungen infolge natürlich des schrecklichen Krieges und den darauf folgenden Wirtschaftssanktionen gab es in Hessen natürlich auch vorher schon immer mehr Armutsbetroffene. In den vergangenen 10 Jahren rutschten immer mehr Menschen unter die EU-Armutsgrenze. Und lag Hessen 2015 da noch auf Platz 3 aller Bundesländer, ist es nach Berechnungen des Paritätischen jetzt sogar auf Platz 11 zurückgefallen. Heute werden es wahrscheinlich sogar mehr als die 18,3% der Menschen in Hessen sein, die armutsbetroffen sind. Jedes fünfte Kind, jede zweite Alleinerziehende in Hessen ist von Armut betroffen. Und Armut in einem so reichen Land wie Deutschland, in einem so reichen Land wie Hessen, das ist und bleibt eine Schande, mit der wir uns niemals abfinden dürfen. Und um diese Armut zu bekämpfen, da gibt es seit langem zahlreiche Konzepte, Sozialverbände, Gewerkschaften und auch von den Linken. Und auch wir haben heute der Aktuellen Stunde einen umfangreichen Antrag wieder beigefügt, wie, was man alles tun könnte gegen Armut in diesem reichen Land. Und ich will auch mit Blick auf die gestrige Debatte noch einmal ganz klar sagen, nein, es ist nicht DIE LINKE, die das Land spaltet, sondern es sind die Regierenden in Bund und Land, die es nicht schaffen, diese sozialen Probleme zu bewältigen. Und den Menschen, die nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen wollen, denen helfen auch weder Verweise aufs Wetter noch YouTube-Kanäle mit Energiespartipps, egal wie viele Klickzahlen sie denn auch haben. Die Bundesregierung, das ist, glaube ich, deutlich geworden, die versagt bei wichtigen Maßnahmen. Statt einer dauerhaften Unterstützung gibt es nur Einmalzahlungen. Statt Preise für Gas und Strom zu deckeln, werden die Kosten der Krise über die Gasumlage auf breite Teile der Bevölkerung abgewälzt. Statt endlich eine existenzsichernde Grundsicherung einzuführen, wird Hartz IV in ein Bürgergeld einfach umbenannt und die Erhöhung sogleich von der Inflation aufgefressen. Statt mit einer Übergewinnsteuer und einer gerechten Vermögensbesteuerung die Krisengewinner und Superreichen zur Kasse zu bitten, kommen bei den Steuerreformen und Entlastungspaketen 70% der Entlastung den 30% mit den höchsten Einkommen zugute. Und statt das 9-Euro-Ticket einfach zu verlängern, wird über 49- oder 69-Euro-Tickets debattiert. Nein, meine Damen und Herren, man muss es so sagen, die Bundesregierung versagt dabei, die soziale Krise zu bewältigen. Aber sie ist dabei
auch nicht allein. Denn Schwarz-Grün, das hat ja die gestrige Debatte auch gezeigt, hier in Hessen scheint sich mehr mit der Frage zu beschäftigen, wie hoch der Anteil der Finanzierung an den Bundespaketen ist, statt eigene Aktivitäten zu entwickeln. Ein Gasgipfel ohne konkrete Ergebnisse, die Ankündigung eines runden Tisches mit Sozialverbänden und Energiesparpläne bei öffentlichen Einrichtungen. Mehr ist bisher bei Schwarz-Grün in Hessen nicht herumgekommen. Wir haben kein Verbot von Energiesperren, keinen Härtefallfonds, kein Verbot von Zwangsräumungen. Und das zeigt noch einmal deutlich, diese Regierung ist ein Totalausfall im Kampf gegen die wachsende soziale Kluft im Land. Kein Mensch darf in einer solch schwierigen Situation ohne Strom, ohne warmes Wasser, ohne Heizung leben, und kein Mensch darf seine Wohnung verlieren. Andere Länder sind da übrigens weiter. In Bremen wird ein landesweiter Gaspreisdeckel diskutiert. Berlin plant einen Energiekostenzuschuss und einen Stromrabatt für Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen. Und in Hessen Fehlanzeige. Und in Hessen ist das Ganze Fehlanzeige. Und für uns bleibt es, ich komme zum Schluss, auch nicht entscheidend, an welchem Wochentag die Menschen auf die Straße gehen. Entscheidend ist, dass sie auf die Straße gehen und Druck für Politik, für eine Politik, für Solidarität, für Gerechtigkeit und soziale Sicherheit machen. Und für eines ist für uns klar, dabei kann es keine gemeinsame Sache geben mit den braunen Hetzern von rechts, weil deren Geschäft ist die Spaltung. Unser Geschäft ist die Solidarität. In Frankfurt sagen die Leute, Ebbe langt's, genug ist genug. Auf unsere Solidarität können Sie dabei zählen. Vielen Dank. Jetzt muss ich erst einmal fragen, Kollege Schalauske, haben Sie braune Hetzer gesagt? In Richtung auf die AfD? Dann muss ich Ihnen dafür auch einen Ordnungshof geben. Nein, das ist keine Ehre. Meine Damen und Herren, ich bitte einfach, dass wir uns im Ton etwas vernünftig und parlamentarisch hier benehmen. Braune Hetze geht gar nicht. Nur damit wir uns einig sind. So, jetzt kommt der Kollege Max Schad. Bitte sehr. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Unser Land befindet sich unbeschritten in einer schwierigen Lage. Explodierende Preise, insbesondere für die Artikel des täglichen Bedarfs, für Dienstleistungen und vor allen Dingen auch für Energie, belasten die Menschen. Und es ist ja nicht so, dass die Politik das nicht wahrgenommen hat und versucht, die Menschen zu unterstützen. Wir streiten leidenschaftlich um Lösungsansätze, Entlastungspakete und um die Frage, wie man die bestehenden Lasten gerecht verteilen kann. Niemand in diesem Land will kalte Wohnungen, Insolvenzen und soziale Not. Jetzt habe ich zwar auch nicht den Eindruck, dass das, was die Ampel in Berlin bietet, ein gutes Krisenmanagement und die höhere Regierungskunst wäre. Keinesfalls. Andererseits haben wir zuletzt bei der Bewältigung der Corona-Pandemie gesehen, dass wir als Gesellschaft leistungsfähig und meist auch solidarisch sind. Und das schafft Vertrauen. Was Sie von der Linkspartei aber hier veranstalten wollen, ist durchschaubar und perfide. Sie rufen einen heißen Herbst aus. Das machen Sie, um die Stimmung in unserem Land anzufachen. Sie hoffen, aus der Sorge der Menschen vor steigenden Kosten Profit zu schlagen. Und Sie widmen vor allen Dingen ein Konjunkturprogramm für Ihre da niederliegende Partei. Seit langem schon suchen Sie ein Thema, um wieder als Protestpartei wahrgenommen zu werden und Unzufriedenheit in politisches Kapital umzumünzen. Und was latent mitschwingt, Sie wollen die Unsicherheit mit der aktuellen Situation auch dazu nutzen, um die Systemfrage zu stellen. Die Sicherheitsbehörden, insbesondere im Osten Deutschlands, sorgen sich, dass soziale Themen durch extremistische Gruppen sowohl von rechts als auch von links für eine verfassungsfeindliche Agenda genutzt werden. Und darauf zahlen Sie am Ende auch voll ein. Und Kolleginnen und Kollegen, was ich besonders geschichtsvergessen und deplatziert finde, Sie haben es ja versucht, so ein bisschen zu relativieren, Herr Schalauske, Sie rufen zu Montagsdemonstrationen auf. Sie kapern damit den historischen Begriff der Montagsdemonstrationen der Menschen in der ehemaligen DDR gegen das SED-Unrechtsregime für Ihre Vorhaben. Ausgerechnet Sie, Herr Schalauske, das ist einfach nur schlimm.
Im Deutschlandfunk war dieser Tage ein Bericht von Ihrer Montagsdemo auf einem Platz in Leipzig. Auf der einen Seite Sie, auf der anderen Seite des Platzes rechte Gruppen rund um AfD und Co. Nun möchte ich nicht so weit gehen, Sie gleichzusetzen. Aber der Mechanismus, der dahinter steckt, ist genau der gleiche. Mobilisierung gegen das System. Und die alte Mobilisierung gegen das System. Und die alte Theorie, les extrêmes se touchent, bekommt dadurch eine traurige, eine neue, eine körperliche Komponente, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dazu passt, dass vor einer Woche im Thüringer Landtag ebenfalls eine Aktuelle Stunde mit dem Titel Heißer Herbst eingereicht wurde, allerdings nicht durch die Linke, sondern durch die AfD. Und das genau sollte Ihnen zu denken geben. Kolleginnen und Kollegen, auf besagter Demo in Leipzig kamen bekannte Politiker der Linken zu Wort, unter anderem auch Gregor Gysi. Mit deutlichen Worten wurden dort die Kosten für die notwendige Aufrüstung der Bundeswehr gegen die Kosten der sozialen Sicherung aufgewogen und ausgespielt. Mich erinnert das alles an die Agitation der Kommunisten gegen NATO-Doppelbeschluss und Co., was am Ende nur dem undemokratischen Osten in die Karten gespielt hat. Man hat den Eindruck, mit einem schwachen Deutschland, das sich nicht gegen die Bedrohung aus Russland zur Wehr setzen kann, wären Sie am Ende ganz einverstanden. Und was mich besonders geärgert hat, in dieser Rede wurde wieder behauptet, und das haben Sie ja schon öfters gesagt, dass der Westen und dass die NATO am Ende am Krieg in der Ukraine eine Mitverantwortung tragen, weil man mit der NATO-Osterweiterung zu nah an die russische Einflusszone herangerückt sei. Man muss sich das einmal auf der Zunge zergehen lassen. Im Jahre 2022 gibt es immer noch einflussreiche Politiker in Deutschland, die nicht das Selbstbestimmungsrecht der Völker zur Grundlage ihres Denkens nehmen, sondern sie glauben, sie hätten das Recht, andere Staaten über deren Köpfe hinweg in Einflusszonen einzuordnen. Und das ist einfach nur unfassbar. Ich komme zum Schluss. Die Sorge der Menschen um ihre wirtschaftliche Lage, die nehmen wir ernst. Ich habe am Ende trotz aller Kritik an der Ampel ein Grundzutrauen, dass wir gemeinsam auch diese Krise meistern. Denn wir führen auch einen Kampf der freiheitlichen Demokratien gegen autoritäre Systeme, vor allem Russland. Dafür müssen wir zusammenstehen. Und Sie von der Linkspartei, Sie müssen sich entscheiden, wo Sie stehen. Im Lager der freiheitlichen Demokratien oder bei denen, die unsere Gesellschaft schwächen. Oder am Ende, und in Ihrem Jargon zu sprechen, sag mir, wo du stehst. Und genau auf diese Aktivitäten hin werden wir Sie in der nächsten Zeit hinterfragen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Max Schad. Das Wort hat die Frau Abg. Lisa Gnadl, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der menschenverachtende Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine sorgt für große Not bis hin zum Tod vieler Menschen in der Ukraine. Und die Auswirkungen sind auch in Deutschland zu spüren. Ja, wir stehen hier bei uns vor großen Herausforderungen in dieser Zeit. Wir nehmen die Sorgen und Ängste der Bürgerinnen und Bürger ernst. Viele Menschen sind von Abstieg und Armut bedroht. Wir wissen, dass einige in Armut leben und besonders hart getroffen sind. Wir sehen die Sorgen der kleinen und mittleren Betriebe, der Sportvereine, der Kultureinrichtungen an den Universitäten und den Krankenhäusern. Und genau deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, geht diese Bundesregierung voran, federt die finanziellen und existenziellen Bedrohungen ab. Mit drei umfangreichen Entlastungspaketen von insgesamt rund 95 Milliarden Euro hat der Bund schnell gehandelt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und die Politik dieser Bundesregierung geht weit über diese Entlastungspakete hinaus. Zum 1. Juli gab es eine Rentenerhöhung. Der Mindestlohn von 12 Euro kommt ab dem 1. Oktober diesen Jahres. Zum 1. Januar 2023 wird das Bürgergeld kommen und die Kindergrundsicherung wird ausgestaltet
und geplant, damit Kinder nicht weiter in Armut leben müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Uns geht es darum, den Menschen tatsächlich in der Realität zu helfen, anstatt die besten Proteste zu organisieren. Wir lassen die Menschen nicht im Stich. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen auch gemeinsam handeln. Bund und Länder müssen gemeinsam handeln und dieses Signal aussenden, dass wir keinen Menschen im Stich lassen in dieser Situation. Und dabei stellt sich für mich schon die Frage, was macht eigentlich das Land Hessen, um diese Folgen dieser Krise abzuwenden? Und da, meine sehr verehrten Damen und Herren, finde ich es schon etwas lächerlich, auch den Antrag, der gestern vorgelegt wurde von CDU und Grünen, hier einen runden Tisch mit den Sozialverbänden anzukündigen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, der hätte seit Monaten stattfinden müssen. Der hätte seit Monaten stattfinden müssen angesichts dieser Situation und Lage, in der wir sind. Gespräche sind notwendig, das ist völlig klar. Aber eine Ankündigung solcher Gespräche zu dem jetzigen Zeitpunkt ist einfach viel zu spät. Andere Bundesländer gehen in dieser Krise voran und ergreifen eigene Maßnahmen. Schauen wir nach Berlin, nach Bremen, ins Saarland oder auch in das CDU-geführte Schleswig-Holstein. Oder schauen wir nach Niedersachsen, die jetzt ein 1 Milliarden Euro schweres Sofortprogramm vorgeschlagen haben und auf den Weg bringen wollen. Das ist Handeln. Das ist Handeln von Landesregierungen hier in Deutschland. Und nehmen Sie sich doch einmal ein Beispiel an diesen, die voranschreiten, die Maßnahmen ergreifen und die aktiv werden in einer solchen Situation. Es sind nämlich praktische Lösungen gefordert in diesen Tagen. Und da erwarten wir ein gemeinsames Vorgehen von Bund und Ländern. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, unser Fraktionsvorsitzender hat es gestern in der Debatte auch schon angekündigt. Wir sind als SPD-Fraktion dazu bereit, mit Ihnen um die Maßnahmen hier in Hessen auch zu ringen und unseren Beitrag dazu leisten, dass wir hier auch in Hessen ein Programm auf den Weg bringen in dieser Situation. Ich weiß nicht, Frau Claus, warum Sie das jetzt irgendwie hier ins Lächerliche ziehen wollen. Ich finde, da sollte man schon auch mal ein Augenmerk drauf lenken, was die eigene Landesregierung hier in Hessen macht und was sie nicht macht. Und da finde ich, sollte man auch die Größe besitzen, eben ein Angebot, das einem unterbreitet wird, durchaus auch anzunehmen in einer solchen krisenhaften Situation. Frau Kollegin Gnadl, Sie müssen dann langsam zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Die SPD-Fraktion hatte einen Antrag eingebracht, damit eben diese Energiekrise nicht zu einer sozialen Krise wird. Wir haben Vorschläge eingebracht hier in den Hessischen Landtag für einen Notfallfonds zur Entlastung der Menschen, für die Schaffung einer Härtefallregelung, für die Kofinanzierung eines Nachfolgetickets, des 9-Euro-Tickets und vieles mehr. Das sind die Maßnahmen, die wir jetzt hier in Hessen ergreifen müssen. Und ich hoffe, das tun wir gemeinsam. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollegin Gnadl. Das Wort hat jetzt der Abgeordnete Volker Richter, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Bellino, ich werde Sie enttäuschen. Wir gehen nicht in den Schulterschluss mit den Linken, denn die größte Gefahr in Deutschland geht von links aus. Es ist schon der Gipfel der Unverschämtheit, wenn ausgerechnet DIE LINKE sich hier im Hessischen Landtag hinstellt und von sozialer Kälte spricht.
die sie selbst massiv mitbefördert hat. Und Herr Schalauske, Deutschland ist kein reiches Land mehr. Ja, wo leben Sie denn überhaupt noch? Tatsächlich sind Sie es, welche im Schulterschluss mit den anderen Parteien eine Politik betreiben, die weite Teile der deutschen und auch hessischen Bevölkerung in den Ruin treibt. Während der Plenarwoche vor den Ferien haben die Linken und alle anderen Parteien hier im Haus, mit Ausnahme der AfD, ständig von einer Transformation unserer Gesellschaft gesprochen. Und genau dort sind Sie, die Grünen, die SPD, die CDU und selbst die FDP und die Linke auch bisher angekommen. Die Linke stellt hier sogar die Systemfrage. Das ist definitiv verfassungswidrig. Wir stehen zur sozialen Marktwirtschaft und zur Freiheit aller Bürger in unserem Land. Sie sprechen von sozialer Kälte und sind in Wahrheit die Verursacher der Kälte in den Wohnungen der hessischen Bürger im kommenden Winter. Sie alle haben eine Corona- und Energiepolitik Vorschub geleistet, welche mittelständische Unternehmer über Gebühr belastet hat. Und Sie waren es, welche die Bürgerrechte der Bürger in Hessen massiv eingeschränkt haben. Sie haben die Gegendemos gemacht, wo wir gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert haben. Das waren Sie und niemand anderes. Sie maßen sich an, zu entscheiden, wer in Deutschland und in Hessen das Grundrecht auf Meinungsfreiheit und das Recht auf Demonstrationen hat. Und wer nicht, was glauben Sie, wer Sie sind? Es ist Ihre Sozialpolitik, die die Bürger unseres Landes erst verarmen lässt, indem Sie jeden, der unternehmerisch etwas bewegt in Hessen und Arbeitnehmern damit einen Arbeitsplatz schafft, über Steuern und Abgaben ausnehmen wollen, um dann deren Geld zu verteilen und sich noch als barmherzige Ritter aufzuspielen. Sie sind aber keine barmherzigen Ritter, meine Damen und Herren. Ihr Kerngeschäft ist ganz einfach umschrieben. Nimm den Bürgern ihre Bürgerrechte, mach sie zu Sozialfällen, sodass sie vom Staat abhängig sind. Und nur durch Wohlverhalten und die richtige politische, also Ihre linke Gesinnung, überhaupt noch existenzberechtigt sind. Darüber können Sie lachen. Das ist Ihre Einstellung. Und Herr Felstehausen, ich habe Sie oft genug gesehen, dass ich so reagiere. Das, meine Damen und Herren der Linken, aber auch der SPD, der CDU, der FDP und der Grünen, genau das, was bereits die SED in der DDR betrieben hat und für millionenfaches Leid sorgte, genau diese Politik wird betrieben in unserem Land. Nicht mit uns, nicht mit der AfD. Die Bürger müssen für ihre Bürgerrechte endlich aufstehen und beginnen, sich gegen jegliche linksmarxistisch und zutiefst menschenverachtende Politik zu wehren. Den Bürgern unseres Landes wird klar werden, dass Grüne, Linke, SPD, CDU und auch die FDP den Ukraine-Krieg für ihre eigenen politischen Zwecke ebenso instrumentalisieren, wie sie Corona seit 2020 instrumentalisiert haben. Sie fürchten nichts mehr als Bürger, die freiheitsliebend sich nicht verbieten lassen, ihre Meinung öffentlich kundzutun. Deswegen dämonisieren Sie jene Demonstranten, deren politischen Einstellungen Sie nicht teilen. Wir aber haben das Recht, wie jeder andere auch, uns frei zu versammeln, auch wenn die Linke, gerade Sie, Herr Felstehausen in Kassel, dies nur zu gerne verhindern wollen. Denn das ist das Konzept von Ihnen allen, jeden zu bekämpfen, welcher nicht auf Ihrer Linie ist. Die Bürger Hessens müssen sich stark machen für eine Politik, welche nicht ideologisch-sozialistisch geprägt ist, sondern durch die soziale Marktwirtschaft geprägt Chancen für alle schafft. Die Bürger Hessens müssen sich darüber klar werden, dass die Verantwortlichen für ihre hohen Rechnungen, für ihre verlorenen Arbeitsplätze, für ihren Wohlstandsverlust, dass die Verantwortlichen auf der linken Seite der Politik zu finden sind. Und Sie, meine Damen und Herren, betreiben alle mittlerweile linke Politik. Und dagegen muss demonstriert werden. Ein Industriestandort braucht günstige Energie und keine Spartipps von Politikern und selbsternannten Tugendwächtern. Dafür muss demonstriert werden. Hessen braucht einen starken Mittelstand und eine Entlastung der Steuer- und Abgabenlast von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Dafür muss demonstriert werden. Meine Damen und Herren, diese Politik betreibt einzig hier im Haus noch die letzte freiheitlich-konservative Kraft im Hessischen Landtag, und das ist die Alternative für Deutschland. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Richter. Das Wort hat der Abg. Markus Bocklet, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Aber
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg auf die Ukraine hat auch erhebliche Auswirkungen auf unser Land. Das haben wir alle festgestellt. Aber die Regierenden im Bund und im Land können, wollen und werden diese Krise bewältigen. Dafür liegen zunächst jetzt einmal auf Bundesebene Entlastungspakete, das dritte mittlerweile, mit einem Gesamtvolumen von 95 Milliarden Euro vor. Auf Landesebene, das hat die Debatte gestern auch gezeigt, auf Landesebene werden wir unseren Beitrag zu diesen Paketen leisten. Es ist nur vielleicht nicht so leicht verständlich, aber es macht keinen Sinn, als Land vorher Beschlüsse zu fassen, bevor man nicht weiß, was aus dem Bund beschlossen wurde. Deswegen ist es klug gewesen, die Entlastungspakete vom Bund abzuwarten. Und jetzt gibt es die Verhandlungen im Bundesrat, da wird es einen Teil geben. Aber wir haben auch jetzt schon gesagt, zusätzlich werden wir in einem Sozialgipfel darüber beraten, wie die Maßnahmen wirken und wo es gegebenenfalls noch Lücken gibt. Wir wollen zielgenau vor allem denjenigen helfen, die aktuell nicht aus eigener Kraft die Krise bewältigen können. Das ist unsere Position, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und jetzt komme ich zu der Frage, warum Sie diese Aktuelle Stunde ansetzen mit dem Satz, die Bundesregierung versagt, Herr Schalauske. Das sind 20 Maßnahmen allein im Paket 3. Von der Strompreisbremse über das, was Sie übrigens auch fordern, lesen hilft, Zufallsgewinne abzuschöpfen oder Überschussgewinne abzuhöpfen. Unterstützung für Familien, Kindergeld wird erhöht, der Kinderzuschlag wird erhöht, es gibt Maßnahmen für Studierende, das Wohngeld wird erhöht, Wohngeldempfänger bekommen auch zusätzlich erhöhte Einmalzahlungen, genau. Und es wird auch für Rentner Geld geben, für die Midijobs-Regelung wird die Höchstgrenze angehoben, die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes und das Bürgergeld wird reformiert. Ich sehe Sie da lachen und oder lächeln, sagen wir es mal so, was eigentlich genau das bestätigt, liebe Kolleginnen und Kollegen, genau das bestätigt. Es geht Ihnen gar nicht um die Sache. Es ist Ihnen völlig wurscht, was der Bund beschließt. Ihre Rede ist immer dieselbe. Die Bundesregierung versagt und Sie haben eigentlich nur ein Ziel. Sie wollen eskalieren. Sie wollen den heißen Herbst herbeireden und damit machen Sie gemeinsame Sache mit denen da drüben. Das müssen Sie sich ein für alle Mal ins Stammbuch schreiben lassen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie sind doch, die Kollegen haben ein, das ist wirklich schwierig, diesen Satz auszusprechen, aber es ist so von der Analyse. Die Linkspartei hat dasselbe Interesse wie die AfD an dieser Krise. Sie wollen eskalieren, egal wie viel wir beschlossen. Und hätten wir 200 Milliarden beschlossen und hätten wir Freibier für alle beschlossen, Sie würden zum heißen Herbst aufrufen. Ich habe das Mikrofon gerade. Sie würden zum heißen Herbst aufrufen, würden sagen, alle versagen, weil Sie parteipolitisches Interesse daran haben, wegen Ihren Umfragewerten, die schlecht sind, müssen Sie sich auf die Krise draufsetzen. Ich finde das beschämend, dieses Verhalten. Ich sage es Ihnen ganz deutlich. Ich finde das beschämend. Und ich will noch einmal sagen, es ist eine Fülle von Maßnahmen. Wir streiten uns gerne darüber, ob sie zielgenau sind. Diese Maßnahmen sind auch nicht grün pur. Liebe Freundinnen und Freunde und liebe sehr geehrten Damen und Herren, nein, Sie sind nicht grün pur, sondern das ist eine Koalitionsregierung. Auch Sie sind in Koalitionsregierung. Ich kann gerne mal raussuchen lassen, was Sie eigentlich in Thüringen und Berlin machen. Aber da wollen Sie nichts von wissen. Pfui Teufel, Sie sind ja hier die Fundamentalopposition, die immer alles besser weiß. Aber im Kern geht es doch darum, dass es die FDP, die SPD und die Grünen, also mal tief Luft holen jetzt. So, dann kann ich zu Ende reden. So, SPD, FDP und Grüne haben sich zu einem Paket zusammengefasst, das niemals nie nur alleinige Parteiinteressen widerspiegelt. Das ist ein gesellschaftlicher Kompromiss, ein Regierungskompromiss, der immer zu kritisieren ist und den man auch immer besser machen kann. Aber Sie verfolgen doch gar nicht die Debatte dahin, dass Sie sagen, wir wollen es besser machen. Sie rufen auf, Zitat, für einen heißen Herbst, weil die Bundesregierung versagt. Da muss man doch völlig abgeklemmt sein von der Realität. Das ist doch unerträglich, solches Wortwahl. Auch die Opposition hat eine Verantwortung in so einer Krise. Auch die Opposition. Sie haben sie nicht übernommen. Das ist sehr bedauerlich. Vielen Dank, Kollege Bocklet. Jetzt kommt der Kollege René Rock, Fraktionsvorsitzender der FDP, Seligenstadt. Herr Präsident. Moment mal, René. Meine Damen und Herren,
meine Damen und Herren, ich bitte, so direkte Konfrontationen vielleicht draußen zu machen. Trinkt einen der beiden, wird es lockerer. Aber wir haben uns mal vereinbart, wenn ein Redner ans Rednerpult geht, dann verzichten wir bitte auf Begleitmusik von allen Seiten, ob positiv oder negativ. Das ist mein herzlicher Wunsch. Kollege René Rock, du hast das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, leider sehen die Debatte heute viel zu wenig Menschen. Weil diese Debatte würde Linke und AfD komplett entlarven. Komplett entlarven. Es ist deutlich geworden, jede Fraktion, die hier vorgeht und den Zusammenhang, den politischen Zusammenhang dieser Krise sieht, würde als erstes an dieser Rede ganz klar feststellen, diese Krise ist ausgelöst durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Das hat weder die Linkspartei noch die AfD hier betont. Das ist etwas, Sie versuchen hier eine Krise darzustellen des Systems, also der sozialen Marktwirtschaft, dieser Demokratie, dieser Bundesregierung. Das ist eine Krise, die ausgelöst worden ist durch einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Russlands gegen die Ukraine. Und das ist der entscheidende Grund für diese Krise in Deutschland. Und wenn man in der politischen Debatte ernst genommen werden will, dann muss man eben auch die Ursachen benennen. Und man muss auch klare Positionen beziehen. Weder die AfD noch die Linke hat ein klares Verhältnis und klare Abgrenzung gegenüber Russland. Da fahren AfD-Abgeordnete nach Russland und biedern sich an. Frau Wagenknecht erklärt im Deutschen Bundestag, man müsste doch vor Russland in die Knie gehen, müsste da das Gas wieder besorgen. Sie haben doch ein gestörtes Verhältnis zu der Ursache dieser Krise. Und darum sind Sie auch gar nicht geeignet, diese Krise zu bewältigen. Klären Sie doch erst einmal Ihre eigenen Verhältnisse zu Hause, und dann können Sie vielleicht hier in die Debatte glaubhaft einsteigen. Und ich glaube, den Menschen in unserem Land ist es völlig egal, diese ewig gestrige Art der Abgrenzung gegen die Linke und diese Grundsatzdebatte oder Sie hier mit Ihrer Frage der Systemfrage, die ist in Deutschland entschieden. Die Deutschen wollen eine Demokratie, sie wollen einen liberalen Rechtsstaat, sie wollen in einer freien und in einer wohlhabenden Gesellschaft leben. Und dafür steht die demokratische Mitte in diesem Haus. Und Sie beide stehen dafür nicht, sehr geehrte Damen und Herren. Die Linke ruft hier rein und sagt, ja, wir wollen den Systemwechsel. Da kann ich nur sagen, Sie haben aus der Geschichte nichts gelernt. Und das ist etwas, was mich immer noch bestürzt, dass nach der deutschen Geschichte, nach all dem, was wir in diesem Land erlebt haben, und wir wissen in Deutschland, wie gefährlich es werden kann, wenn man die Demokratie von innen versucht auszuhöhlen und wenn man die Menschen und die Angst der Menschen instrumentalisieren will. Wir in Deutschland wissen, wie gefährlich das ist. Und wir, die demokratische Mitte in diesem Land, wird hier erbitterten Widerstand leisten und wird Ihnen diese Lügen und diese Falschbehauptungen nicht durchgehen lassen. Das kann ich Ihnen versprechen. Und was braucht dieses Land jetzt? Sie braucht nicht ihre falschen Argumente und sie braucht nicht ihre falsche Art, hier den Menschen Angst zu machen, sondern was hat diese Bundesregierung gemacht? Diese Bundesregierung hat auf diese Krise reagiert. Sie hat reagiert. Sie hat drei Entlastungspakete auf den Weg gebracht. 100 Milliarden Euro. Wie können Sie denn hierher gehen und sagen, diese Bundesregierung würde nichts tun? Das ist doch absurd, was Sie hier sagen. Völlig absurd. Das stimmt auch nicht, dass Sie das Falsche tun. Sie versuchen alles, um den Energiepreis zu dämpfen. Sie haben ein negatives EEG, wird jetzt in Berlin auf den Weg gebracht. Diese Erlöse aus dem negativen EEG werden dazu genutzt, die Energiepreise zu dämpfen. Der CO2-Preissteigerung wurde verschoben. Das ist sicherlich nicht allen leicht gefallen in dieser Regierung. Man hat Einmalzahlungen an die Rentnerinnen und Rentner auf den Weg gebracht, 200 € für die Studenten. Wer hat das Wohngeld angepasst? Man hat den Kreis der Wohngeldberechtigten erweitert. Man hat die Heizkosten- und Klimakomponente eingepasst. Man hat das Bürgergeld auf 500 € erhöht. Man hat eine Minijobgrenze von 2.000 €, die kalte Progression für die Mitte, die hier die Leistung erbringt. Man erhöht das Kindergeld. Für Unternehmen hat man ein Sonderprogramm bei der KfW aufgelöst. Wir haben das Energiekostendämpfungsprogramm. Für kommunalen sozialen Wohnungsbau wurde Förderung der Betriebsmittel initiiert. Wir haben eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets auf den Weg gebracht, habe ich erfahren, Herr Al-Wazir.
Ja, haben wir. Wir haben die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes. Die Umsatzsteuer der Gastronomie wurde auf 7% gesenkt. Wir senken die Umsatzsteuer auf das Gas. Sie können doch nicht ernsthaft sagen, diese Regierung macht nichts. In welcher Welt leben Sie denn, sehr geehrte Damen und Herren? Und diese Regierung, und da nehme ich jetzt mal die CDU mit in die Verpflichtung, die Opposition im Deutschen Bundestag, die CDU hat sich auch konstruktiv gezeigt. Und ich hoffe, im Bundesrat werden wir auch in der demokratischen Mitte diese Krise ernsthaft annehmen und werden gemeinsam Lösungen zu finden, dass niemand in diesem Land Angst haben muss um seine Existenz, weder um seine wirtschaftliche Existenz als auch wirklich um die physische Existenz. Nämlich für viele Menschen ist die Angst davor, dass die Wohnung kalt ist, nämlich real. Und da wird diese Bundesregierung und diese Landesregierung und wir als demokratische Mitte alles tun, um diese Menschen zu schützen. Vielen Dank. Das Wort hat der Sozialminister, Staatsminister Kai Klose. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben heute noch einmal in dieser Woche die Gelegenheit, über die Auswirkungen, ich will das betonen, über die Auswirkungen des völkerrechtswidrigen Angriffs Russland auf die Ukraine zu sprechen. Und meine Erwartung war, dass wir insbesondere über die Auswirkungen sprechen, die dieser Angriffskrieg auch hier bei uns auf Menschen hat, die sozioökonomisch benachteiligt sind. Stattdessen haben wir hier bisher in einigen Wortbeiträgen teilweise sehr unterkomplexe Antworten gehört, bei denen Maß und Mitte tatsächlich völlig verloren gegangen sind. Und wissen Sie, meine Damen und Herren, viele Bürgerinnen stehen diesen Herbst und Winter vor ganz enormen Herausforderungen, ihre Lebenshaltungskosten aus eigener Kraft zu bewältigen. Und Sie und Ihre Sorgen, ach, die Schuldfrage ist da schon vor 2000 Jahren geklärt worden, von daher, das interessiert mich alles überhaupt nicht. Sie und Ihre Sorgen müssen im Mittelpunkt unserer Bemühungen stehen. Keine Schuldfragen, keine Fragen des Schürens von Spaltung. Und das verlangt stattdessen verantwortungsvolle Solidarität. Und Sie sind stattdessen sowohl hier außen als auch dort außen leider der Versuchung erlegen, die Spaltung vertiefen zu wollen. Und genau das ist das Problem dieser Debatte, meine Damen und Herren. Und deshalb dürfen Ursache und Wirkung auch nicht durcheinandergeworfen werden. Da bin ich ganz bei Herrn Kollegen Rock. Die Ursache ist Putins Überfall auf einen friedlichen Nachbarn. Und das dürfen wir niemals tolerieren. Und deshalb sage ich noch einmal, im Mittelpunkt stehen für uns die Menschen, die jetzt vor der Frage stehen, wie sie mit der hohen Inflation und den erheblichen Energiepreissteigerungen umgehen sollen. Und Ihnen werden wir helfen. Meine Damen und Herren, diese Solidarität zeigt auch die Bundesregierung. Das mittlerweile dritte Entlastungspaket ist angesprochen worden. Sie haben die Einzelmaßnahmen auch schon benannt. Da werden BürgerInnen ganz konkret unterstützt. Sie bekommen unmittelbare Hilfe. Und diese Pakete mit einem Volumen von 95 Milliarden Euro liegen vor. Und es wird über die Beteiligung der Länder noch zu reden sein. Aber der Bundesregierung pauschal abzusprechen, dass sie sich jeden Tag um die Lösung dieser durchaus komplexen Probleme bemüht, das ist einfach nur billige Stimmungsmache, meine Damen und Herren. Auch die Landesregierung hat schon mit vielen AkteurInnen beraten. Sie wird das beim Sozialgipfel nächste Woche weiter so halten, das vertiefen. Wir werden genau schauen, wie die Maßnahmen des Bundes wirken, wo möglicherweise Lücken auch entstehen, um ziel- und passgenau zu helfen. Und Sie wissen doch, wir haben diese Diskussion auch schon öfter geführt. Die steigende Armutsquote treibt auch uns um. Und wir schauen genau hin, Stichwort Landessozialberichterstattung, um auch den Ursachen entgegenzusteuern. Wir haben in Hessen bereits ein breites Netz an Maßnahmen gespannt, um von Armut betroffenen Menschen zu helfen. Und darauf greifen wir auch in dieser Krise zurück. Ich will zwei Punkte nur beispielhaft herausgreifen. Erstens Arbeitslosigkeit, eine der Hauptursachen für Armut und Armutsbedrohung.
Sie kennen die Vielzahl der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, die wir ergriffen haben, um an dieser Stelle zu helfen. Zweitens. Wir werden die Lebensperspektiven für Kinder und Jugendliche in diesem Land spürbar und dauerhaft verbessern. Wir setzen uns dafür ein, dass die Kindergrundsicherung weitgehend vorrangig vor anderen Sozialleistungen greift, um Kinder aus verdeckter Armut herauszuholen und vor Armut zu schützen, und haben auch da eine Vielzahl von Programmen auf dem Weg. Armutsbekämpfung ist eine der wichtigsten Aufgaben der Sozialpolitik. Und sowohl die Bundesregierung als auch die Landesregierung nehmen diese Aufgabe aktiv an. Die Bundesregierung führt zum 1. Januar das Bürgergeld ein. Damit werden die Regelsätze auch noch einmal deutlich steigen. Und da, wo Hessen eigene Möglichkeiten zur Armutsbekämpfung hat, werden sie auch genutzt. Wir haben besonders die von der Energiekrise stark belasteten Gruppen im Blick. Und Sie kennen die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, um Betroffene vor Versorgungssperren zu schützen. Dazu gibt es schon seit Langem ein Projekt in Hessen. Also, statt die Spaltung herbeizureden, Konflikte zu schüren, beteiligen Sie sich doch einmal aktiv daran, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Ich glaube, das ist die Aufgabe unserer Generation. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Kollege Schalauske, 2 Sekunden? Na ja, Gott, doch lieber nicht. Ne? Gut, dann kämen wir zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion DIE LINKE. Bitte? Soll er in den Ausschuss? Darf ich mal fragen, ganz friedlich bleiben.